Ja, hallihallo, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren erfolgreichen Tag bei Miitopia. Ich habe den Stream hier schon mal passend benannt, nämlich Disney präsentiert. Alle hassen Palbanta. Das liegt nicht daran, dass wir alle Palbanta in real hassen, sondern dass es ein Schar immer schafft, irgendwie Streit mit den Teammitgliedern anzufangen. Und das wirklich jedes Mal. So, ich habe seit dem letzten Mal wieder richtig viel gemacht, aber jetzt geht's darum, Spaß mit Miitopia zu haben. Ja! Und wir fangen den Spaß damit an, dass wir erstmal diese ganzen Ausflugsscheine, die ich über die Woche gesammelt habe, ich hole sie mir halt täglich ab, nutze und hier mal die ganzen Freundschaften steigere. Zumindest im Extrem braucht das mal dringend. Aber ich schicke ihn nicht mit Palbanta auf eine Tour, weil die beiden hassen sich und wir müssen dieses doch eher legitim halten, ne? Wenn wir da irgendwas gegen unternehmen, dann würde irgendwas falsch laufen. Also machen wir erstmal die beiden. Ui! Ich hab mein Portemonnaie vergessen. Und jetzt muss Sven zahlen, oder wie? Der Barista ist auch wütend. Soll ich dir was verraten? Ich auch. Ihr dürft Teller waschen. Vor allem die Musik wurde auch noch ganz bedrohlich. Sie sind versunken im Gespräch. Wie lange sollten wir uns auf den Rückweg machen? Oh, wir haben doch noch gar nichts bestellt. Dieser Shopkeeper auch sauer. Weißt du, Palbanta macht die Teammitglieder sauer und die beiden machen den Shopkeeper sauber. Sauer. Ich habe Schmetterlinge im Bauch, ja, weil du mit Prinzessin Shining auf den Bauernhof gehst. Ich hab Hunger. Oh, er hat Äpfel dabei. Der linke sieht gesünder aus. Aber da kommt Epona. Und frisst einfach die Äpfel weg. Epona, die wollten wir essen. Unsere Snacks. Alle weg. Und wir feiern es trotzdem. Perfekt. Extreme und Co. schnarchen. Warum bin ich Co.? Da ist ein UFO. Nicht die Schafe. Wacht auf. Da war ein UFO. Ich hab ein Event verpasst. Die wachen nicht mal jetzt auf. Ihr Schlaftanten. Ich wollte eher Schlafmütze sagen, aber hab mich versprochen. Dein Po steht in Flammen. Oh, mal was Neues. Warum steht Palbantas Po in Flammen? Ich war schon darauf vorbereitet, alles zu überspringen. Fängt Palbantas Po auf einmal Feuer. Das war ein herrlicher Duft. In der Tat. Welche Blume das wohl ist? Diese hier. Nee. Hast recht. Kannten wir schon. Ach, das beendet wirklich einfach nur den Ärger. Na gut, das hätte der gute Mirko aber auch mit seiner Harmonie machen können. Also, das war unnötig. So, ich brauche eigentlich keine Freundschaft mit dem Pferd. Ja, komm, dann ihr beide in einem Zimmer und ich und Sven in einem Zimmer. Obwohl ich eigentlich Mixstream gerne zumindest auf 4 bringen... Ach, 4. Auf 7 bringen würde mit dem Pferd wegen Multi-Angriff. Damit der einen guten Angriff beim Pferd hat. So, das Futter kann ich, glaube ich, gar nicht wirklich verwerten gerade. Mixstream, hier bitte. Kriegst du ein Schwert-Sashimi. Bäh. Ist da irgendwas dabei, das ich mag? Und noch nicht die anderen hatten. Könnten den zweiten Kannibalentee versuchen. Ne, den mag ich. Bartgeifchen mag ich auch.
Vom Prinzip her kenne ich alles, also gönne ich mir den Deli-Becher. So. Wir wollen jetzt erstmal hier die Ebene machen. Habe ich mir beim letzten Mal gemerkt. Und dann wollten wir, glaube ich, all die Kisten endlich mal abgrasen. Halle hat immer irgendwelche Geheimnisse. Ah, der Duft des Waldes. Die Luft ist so frisch hier. Sollte einen tiefen Zug davon nehmen. Mir ist ein Insekt in die Nase geflogen. Ey, das ist blöd. Ja, ich hasse dieses Gefühl. Ey, das fühle ich mindestens einmal die Woche, dass mir irgend so ein Fliegenvieh entweder ins Auge, ins Ohr oder in die Nase fliegt. Der dunkle Fürst Sol soll eine Burg haben. Stimmt, die liegt auf einem Vulkan. Der ist im Osten. Ja, das ist bestimmt vom Pall gehört, oder? Leider ist der Weg dorthin im Augenblick versperrt. Oh, wieso denn das? Ein Zauber hat ihn unsichtbar gemacht. Wenn man einfach losläuft, wird man sich nur verlaufen. Okay, und wie lösen wir den Zauber? Erklärst du mir das noch? Extreme ist schon müde. Und Baskam! Hier war nämlich noch ein Sherpa. Ein Sherpa-Schleim? Ein Sherpa-Schleim! Das ist ein Schleim, den esse ich gern. Na, 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 na. Fake Welle! Extreme ist dran, was macht er? Ich hab euch alle lieb, er singt uns ein Liebeslied. Alle lieben Extreme. Oh, wir lieben ihn wirklich. Oh Gott, der macht Multitarget. Er will von mir angeben, der Palbante, und er hat es geschafft. So, alle haben eine neue Freundschaft mit Extreme. Das ist eigentlich sehr praktisch. Teestunde mit Schwänzel. Zeit für ein Päuschen. Neue Technik. Teestunde. Möchte jemand Tee? Oh, hui. Sven und ich genießen einen Tee. Und es steigert die Freundschaft. Lutschstoß. Das ist das Beste, was du gerade machen konntest. Ja. Ich muss Maxstream zumindest ein bisschen heilen, sonst ist er gleich eine AP-Banane. Oder die beiden haben Freundschaft und es ist hinfällig. So kann man es auch machen. So, ich muss aber Sven heilen, sonst heilt er sich selber und es ist bei dem Healer echt unpraktisch. Alter, dieser Multitarget, der ist fies. Oh, und jetzt tröstet Maxstream Palbata. Wie Palbata guckt. Zugabe! Okay! Nein, nicht die Attacke! Bei der habe ich immer bereit zum Abschuss. Oh Gott, warum ich? Ich will nicht! Aua! Ey, wisst ihr, obwohl ich Palbata nach diesem Angriff immer hasse. Der Angriff ist echt stark. Ey, ich muss eine Teestunde mit Palbanta machen. Der hat keine MP mehr. Zeit für ein Päuschen. Ah. Und wir haben Freundschaft. Wusste ich gar nicht, dass wir so weit sind. Jetzt können wir uns gegenseitig opfern. Ja, opfer dich für mich, sobald ich dich hasse. Ich bin lässig und weiche aus. Aber Palbanta nicht. Sven blickt woanders hin, Maxstream warnt ihn und Sven ist wieder verträumt. Aber ich tröste ihn dafür. Oh, Shining. Ey, wir machen heute richtig viele Freundschaftsstufen in den Kämpfen. Der Angriff war gut. Ich helfe dir, Pal. Also, Palbanta ist zumindest ein starkes Mitglied. Also, im Power nicht zu unterschätzen, aber wir alle hassen ihn. Hätten wir Maxstream nicht in der Gruppe, ich müsste so oft die mit ihm in einem Zimmer stecken, weil irgendwie muss ich diesem Streit ja beikommen. Warte mal.
Ey, das Geile ist, Palbantes Freundschaft wurde halt für diesen Liebeslied benutzt. Und weil sich das im Kampf gesteigert hat, hat sich das zu allen beim Extreme auch gesteigert. Richtig geil. So, Fächerwelle aus dem Sherpa-Schleim. Kommt, hilft mir alle. Alter, nur einer. Er will vom Palbante angeben, Luftstoß und er lebt immer noch. Extreme, finish ihn. Ja, mit dem Billo-Schlag. Was geht ab, meine Fans? Ich habe vergessen, dass er den Spruch hatte. Vielen Dank. Und Level Up für Palbante. Laser gelernt. Feuere hochpotente Laser, die alle Gegner aus dem Weg räumen. Okay, jetzt ist Palbante nützlich. Level Up für Schwänzel. Und Bonuserfahrung. Wer braucht sie? Extreme, er hängt immer noch sehr weit hinten. Schleimgelee. Und ein Feenjuwel. Ja. So, ich hätte gern... Ich will mit Pizzascheiben kämpfen. Ja, bitte. Ich will mit Pizza kämpfen. So. Hm, frische Salami unter meiner Nase. Richtig gut. Alles drei, abgesehen von der AP-Banane, klingt eigentlich recht gut. Zweimal spiele ich. Ein Tarnpanzer! Direkt beim ersten Versuch. Oh, der sieht nice aus, Pal. Bei Panzer brauche ich gar nicht fragen, für wen der ist. Natürlich in Schwarz. Wenn wir Schwarz zur Verfügung kriegen, kriegt er Schwarz. Und nochmal spielen, in der Hoffnung, die Ausflugsticket zu kriegen. Und noch ein Tarnpanzer. Wie viel Geld bringt der? 1100. Naja, ich kann mir zumindest die nächste Rüstung kaufen. Na dann, weil keiner was gekauft haben will, würde ich sagen, weiter geht's. Extreme, du kommst zu irgendwie ins Zimmer, sobald du 7 mit dem Pferd hast. So, eigentlich müssen wir noch da einmal kurz hin zurück, aber erst hole ich mir die Kiste. Beziehungsweise ich hole mir beide Kisten. Und 420 Gold. Dafür kriegst du im Extreme Herzchen-Outfit. Sehr stylisch, Mirko. Sehr stylisch. Und noch eine Kiste mit einer Falle drin. Oh Gott, was bist du denn? Eine Furie. Die Furie hat Mixstream gewonnen. Es gibt noch ein Vieh, das one-hitten kann. Warte mal, eigentlich, ich lasse Mixstream mal kurz tot sein. Und hoffe einfach mal darauf, dass Sven mal endlich seinen einen Angriff macht. Also seine Wiederbelebung. Zack. Erstmal treten. Hey! Neue Technik! Tau des Lebens! Mach auf, Extreme! Schwinn! Ach komm, Schwinn! Du benutzt eine Wiederbelebung und sie funktioniert nicht? Was bist du denn für ein schlechter Healer? Weißt du, du healst schon so selten. Ich habe ein Problem, die Furie, die one-hitted, wie gesagt. Das heißt, es kann ein kurzer Kampf werden. Und Schwinn ist tot. Unser Healer. Fächerwelle. Oh, Magie macht der Furcht. Der Furie eben nichts. Ich hab Furcht vor der. Wollte ich gerade Ihnen sagen. Das hat sich irgendwie kombiniert. Dass sie mir Furcht einflößend ist. Ja, der da ist tot. Hast du toll gemacht, Sven. Komplett außer Puste. Ist vor den Toten wieder auferstanden. Schwinn, du hast eine Wiederbelebung und die funktioniert nicht? Schwinn ist der schlechteste Healer, den ich je gesehen habe. Morgen, Epona. Epona hat die weggeschubst. Du bist aber gut gelaunt heute. Das hat sehr viel Freundschaft gegeben. Hat ehemals auch gut funktioniert. Ich krieg ihn halt einfach instant. So, Pal.
Ich könnte den geben, aber das wäre absolut sinnfrei. 100G. Diese Kiste hätte auch genauso gut nicht da sein können. Hätte denselben Effekt gehabt. Eine Wollblume. Schwämm besteht jetzt aus Wolle. So, wir müssen jetzt hier noch das Gesicht abgeben. Und danach müssen wir nur noch die fesche Fee, glaube ich, retten. Na, Sherpa, was geht? Oh, Glück gehabt! Fremder Fische! Vielen Dank für alles, was ihr getan habt! Hier ein Dankeschön! Ich konnte nicht seine lesen. Ein Elfentrunk! Oh, da waren wir letztes Mal schon nice. Ja, und die fesche Fee ist in der Blüte. Okay, rein da, ne? Der Lotussee. Der sieht richtig cool aus. Der sieht noch mal nicer aus. Und wir beide reiten auf dem Pferd. Wir sind vom Pferd gefallen. Oh! Eine Quappe und ein guter Golem. Eine Fächerwelle auf den Golem. McStream! Er macht wieder sein Liebeslied. Zack. Okay, die Kopfquappe, die macht nicht viel. Verbanner ist entspannt und hinten versteckt sich in der Schwäden. Aber Sven hasst ihn nicht dafür. Alle gehen auf den Golem. Gib auch die Quappe. Und tschüss. Alle beide tot. Oh, Babynahrung. Hm. Darf ich dich etwas fragen? Sicher, was denn? Was wirst du tun, sobald du die Dorfbewohner gerettet hast? Dann gehen sie im dunklen Würsten Zol an den Kragen. Oh, du willst also sofort weiterziehen? Ja, eigentlich schon, nur... Es geht um den verborgenen Weg, der zum Flammberg führt, nicht wahr? Keine Sorge, ich helfe dir versprochen. Okay, Paul, ich bin gespannt, wie du mir helfen willst. Hoffentlich wieder mit so einem wunderschönen Tanz. Das war eine Belohnung für all meine Mühen. Meine Worte, die ich aussprechen will, die vermischen sich irgendwie immer. Ich spreche frühzeitig das, was ich gleich erst sagen wollte. Und Gasthaus. Oh, Paul will ein Billardpanzer werden. Nice, Paul. Dürfen wir auf dir spielen? Ich würde gerne eine Runde gegen Sunny spielen, wenn du nichts dagegen hättest. Oder gegen Sven. Oh, wieder in Schwarz. Passend, weil der hat ja sogar eine Billardkugel, glaube ich, gerade als Waffe, oder? So, Babynahrung hebt HP hoch. Lass Sven probieren. Er mag Babynahrung nicht. Aber es hat richtig viel Punkte gegeben. So, der Trollkringel ist safe für mich. Weil ich bin der Einzige, der den richtig enjoyt. So, MP und Magie. Mirko? Hochzufrieden. Und 2 Punkte. Das ist alles, was ich sehen wollte. Genauso wie ein Luxusticket. Aber es wird eine großzügige Portion Erfahrung für Mirko. Hoffentlich kriegst du ein Level ab. Endlich, er holt mal auf. So, wir haben, glaube ich, alles, was wir dafür brauchen, oder? Ja, wir haben noch 3 Öffnungen und 3 Triforce. Das Triforce ist komplett. Oh, oh Gott. Um Gottes Willen. Ich habe so viele Wege vor mir. Oh nö, McStream ist müde. Ich bin müde. Sven ist müde und Palbanta ist müde. McStream hat uns alle eingeschläfert.
toll, Mixtreme. Wegen die pennen wir alle. Och nö, du erscheinst auch noch standardmäßig. Nein. Alvatza ist tot. Nicht, wenn ich dabei bin. Erster Beistand. Rächen. Rache für Alvatza. Oh, 62 Schaden. Ich bin wütend. Ich hau dir aus dem Maul. Ich schau nochmal drauf. Alter, ich hab den Push. Ach, mich schon wieder Push, weil die mir so furchteinflößend vorkommt. Alter, ich war so wütend auf diese Furie, dass ich sie einfach in der Leine verkloppt habe. Auch nice. Ich habe einfach die Furie zu Tode geprügelt. Oh, noch ein neuer Gegner. Frische Brise. Verband hat nur ein Leben. Ich heile ihn zumindest um die Hälfte. So, dann kann Sven noch seine Heilung versuchen. Darf er sich ein bisschen Freundschaft ergaunern? Ey. Welcher will auf Kopfkrappe? Nehmt dies. Ich helfe auch. Oh, die Kopfkrappe ist tot. Nicht übel, oder was? Die frische Brise hat Palbantein aufs Maul gegeben. Na, Spitzbube. Reitangriff auf die Brise. Die lebt noch. Und ich dachte richtig, das ist ein Heiler. Aber Sven kümmert sich damit mit einem Luftstoß. Nein, mixt du ihm meine Ohren. Nein, ich will nicht. Aua. Hallo, auch noch gegen den harten Felsen. Ja, dafür hasse ich dich zurecht. Du kommst nicht in mein Zimmer. Also wirklich, Palm, mich einfach gegen den harten Felsen zu ballern. Darfst du dich nicht wundern, wenn ich dich hasse? Nee, runter vom Pferd mit dir. Aber sofort. Oh, guck mal, die Ebene bei Nacht. Die sieht ja richtig cool aus. Die ist ja richtig nice. Es ist bisher die coolste Ebene, die ich gesehen habe. Mit Abstand. Ein Brief. Von Sans. Er hat mir 3 Ausflugstickets geschickt. So, wer braucht denn nochmal Freundschaft? Das war meine 100. Schatztruhe. Okay. Sven und ich sind gerade auf einem guten Weg, also hab deine Ausflüge mit Pal. Aber erstmal kriegst du einen Schneebesen. Machst du uns einen Kuchen? Ich würde ihn gern kosten. Das ist ein toller Schneebesen. Ist schön, dass ich ihn nie gekauft habe, nicht wahr? So, Sven kriegt sein Löwenzahn-Outfit. Er hat's gekauft, ja. Er ist ein wunderschöner, orangener Löwenzahn. Zeit für die Handschell-Herausforderung. Du schaffst das, Mixtreme. Ach nee, Pal hat ja eine tiefe Stimme. Joko versucht's. Das reicht dann für heute. Verbannter ist enttäuscht. Aber er hat's versucht. Das ist was zählt. Ein Matrosenkleid und diesmal sogar eine sehr hohe Chance darauf. Aber es wird mir nicht gegönnt. Ah ja, klar. So, Mixtreme, ich hoffe, du holst jetzt genügend auf. Die nächste Erfahrung krieg ich. Wie es aussieht, krieg ich Erfahrung. Danke. Oh, fancy. Ich bin Schulmädchen geworden. Ich bin bereit für die Schule. Mal so ganz ehrlich. Ich bin froh, aus der Schule raus zu sein. Ja, aber es war die chilligste Zeit meines Lebens, wenn man mal ganz ehrlich ist. So, Angriff und Tempo. Eigentlich braucht Tempo unser Panzer. So, die Sturmdemo erhöht das HP-Maximum. So, den oberen Weg haben wir damit, glaube ich, abgeschlossen. Ein Glück, der Weg ist nicht so lang, wie ich dachte. So, dann machen wir jetzt den unteren Weg. Level up bescheinigen. Schon wieder eine neue Babynahrung. Diesmal darf sie dann jemand anderes probieren. Bienen, Hummeln und so weiter. Ich habe nie Ruhe vor Insekten. Klingt nach Terror. Ich sage lieber nichts.
Ja, als Blume? Musst du dich auf sowas halt einstellen, Sven. Die wollen deinen Nektar. Wollten wir nicht noch ein bisschen quatschen? Schon wieder eine große Geschichte? Nee. Das Bett ruft. Oh ja. Ich halte Wache. Und zwar mit Epona, versteht sich. Ah. Das ist nicht fair, Shining. Dann will ich auch. Geht halt nicht ins Bett, Leute. Ich war übrigens kurz stumm, weil jemand in mein Zimmer einfach gekommen ist. Und alle schlafen. Sogar Epona, glaube ich, so ganz leicht. Okay, alle wollen was haben. Palwanda will schon seinen Macho-Panzer haben. Maxim will immer noch seinen Schneewesen und Sven will ausgetrocknet werden. Aber erstmal gucke ich in die Roulette-Chance. Da ist der Schneewesen zwar zu gewinnen, aber mit einer sehr großen Chance auf das Dreckzeug. Also nein, danke. Versuchen wir ihn dir lieber so zu gewinnen. Schneewesen wurde gekauft. Back uns einen Kuchen, Maxim. Oh, Paul, was machst du? Das ist die einzige Schaukelpartie hier auf dem Rücken von Epona. Gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten. Oh, was für ein Bauchmuskeltraining. Sixpack, ich komme! Immer alles positiv sehen. Und ich muss zweimal laufen. Felsen oder Kaulquappen? Felsen haben mich wahrscheinlich diese Golems vor mir und bei Kaulquappen die Kopfquappen. Ich nehme erstmal die Felsen. 150 Gold kann da mal mehr drin sein. Selbst die Gegner geben mehr. Hier ein Geschenk für dich mit einer Pirouette. Eine Lupe. Ich bin so glücklich. Da ist Maxim glücklich. Über die Lupe freut er sich. Maxim hat im MP-Song gelernt. Heitere dein Team auf, damit es ein paar MP zurückhält. Es gibt echt viele Klassen mit solchen MP-Sachen, die das zurückgeben. Die Katze konnte das, die Prinzessin kann das und er kann das. Spiel alle, ja! Ja, den Löwenzahn für Sven, den wollte er, glaube ich, schon mal haben. Oh nee, das Kostüm Löwenzahn hatte er. Jetzt hat er die Waffe dazu. Sven benutzt sich selbst als Waffe. Also dann, los geht's. Kiste mit einem Gegner drin. Mit ganz vielen Ploings, die große Ploing-Überraschung. Ich gehe zuerst auf den Jump-Ploing mit der Ploing-Wurzel. Neue Technik, Laser. I'm firing my Laser, wie Pal immer so schön sagt. Der Laser ist richtig gut. Ich bin gut gelaunt, voller Energie, Fächerwelle und 58 Schaden. Ich bin eine glückliche Prinzessin. Bonuserfahrung 33. Jetzt hängen die anderen hinterher. Also ich habe Maxim es endlich geschafft, dass er aufgeholt hat und jetzt hat er die anderen direkt überholt. Und endlich mal ein anständiges Taschengeld. Die hat aber irgendwie die Rüstung gefehlt. Da war nur Geld. Sven will immer noch seine Trockenblume werden. Komm, ich trockne dich aus. Hat funktioniert. Ich habe ihn erfolgreich ausgetrocknet. Und er ist orange geblieben. Eine riesige Chance auf einen Macho-Panzer. Ich spiele zweimal, weil der Macho-Panzer viel Geld wert war. So, den ersten Kriegpanzer natürlich. Hier bitte. Den gibt es nicht in schwarz, also kriegst du ihn in lila. Und noch einmal, weil der Panther einen so guten Panzer hat, der so viel Geld bringt, dass ich nochmal spielen muss. Jetzt kriege ich den P-Bonbon.
So, den verkaufen wir für 1600. Weil das Macho-Zeug ist immer recht viel Geld wert. Heißt, ich beschwere mich nicht und nehme es einfach. Weil dann kann ich mir wenigstens für die anderen wieder die Rüstung leisten. Ich werde jetzt die nächsten Level übrigens wieder einfach nur MP-Bonbons und HP-Bananen fressen. Oh, und jetzt führen alle Wege hier hin. Okay. Außer beim Boss. Oh, Epona juckt es. Möchtest du jemanden schwimmen? Was macht ihr? Es macht so einen Spaß, auf diesen riesigen Lotusblättern zu laufen. Oh ja, es macht die ganze Zeit ploing, ploing und flop, flop und so. Aber es ist auch ganz schön anstrengend. Das ist wohl wahr. Aber diesmal positiv. Es erspart uns den Gang ins Fitnessstudio. Auch wieder wahr. Wo sie recht haben, haben sie recht. Und wieder zwei Wege. Eine Kiste mit einem Spielschein. Ich darf nochmal zocken. Und hoppala. Was ist los, Palbanta? Palbanta schlägt ein und wir anderen lassen ihn zurück. Hä? Wo ist Palbanta? Ein Gegner ist aufgetaucht. Und wieder mal sauber abgeräumt. Ich sehe, Palbanta hilft nicht mitkriegt, aber trotzdem Erfahrung. Unfair. Hat er sich ehrlich gesagt nicht verdient. 900 Leute gerettet. Die Macht des Horst. HP-Steuer vergrößert. MP-Steuer vergrößert. Richtig viel MP, ne? Also wir können jetzt 100 MP heilen. Beim HP-Steuer war es so oder so schon richtig krass, dass ich eigentlich den Healer gar nicht mehr brauchte. Ich glaube, wenn ich so ein Hauptteam hinterher habe, wenn ich die alle gerettet habe, weil früher oder später wird es darauf hinauslaufen, werde ich wahrscheinlich auch keinen der Healer im Hauptteam haben. Weil es einfach sinnfrei ist. Hi, Sunny! Ich hasse Palbanta! Wir sind alle seine Geschosse, beziehungsweise seine Munition. Dafür kann er zum Teufel fahren. Der Panzer braucht keine Abwehr. Brauchen wir andere. Oh. Er liebt Hühnchencurry. Ich liebe das aber auch. Ich liebe Hühnchen. Und er liebt seine Sturmlimo. So, und diesmal unten lang. Ein MP-Bonbon. Okay, Schwelm will ein Smaragdblatt. Sehr fancy. Und das Smaragdblatt wurde gekauft. Bitte sehr, Sven. Ich muss nochmal zweimal hier langlaufen. Und noch eine Kiste. So, ich will ein Wollkleid. Endlich. Endlich kriege ich auch mal Kleidung. Das hat keinen Kommentar verdient. So, Palbanta gibt immer tolle Geschenke am Extreme, aber es ist auch umgekehrt so ein Plinkpferdchen. Dankeschön. Palbanta freut sich. Nee. Extreme kann das offenbar nicht so. Ich könnte hier nochmal das Wollkleid gewinnen oder eine richtig hohe Chance auf einen Luxus oder Pleuenwurzel. Also spiele ich. Alles davon ist positiv. Ich kann nicht nochmal spielen, ich habe kein Ticket mehr. Aber die Pleugenwurzeln, die werden verbraten. Ja? Hm? Und Palbanta. Wie schmeckt es? Er braucht die Werte halt. Öffnen. Drei Spielscheine. Ich darf wieder zocken. Das Spiel hat mich verstanden gerade eben. So, ich will nochmal das Wollkleid. Ich habe ein wunderschönes Wollkleid. Das habe ich mir selber genäht. Lalalala, oho. Ein echter Spitzensong. Oh, mal was Neues. Maxtreme hat für Schwen gesungen. Habe ich auch noch nicht gesehen.
Eine Macho-Blume kann gekauft werden. Und sie wurde gekauft. Also in der Lotterie. Spenden ist schon eine Macho-Blume. Die sind alle so weit mit dem Zeug. Und warum hänge ich so hinterher? Wirklich, die hängen, glaube ich, so mindestens 5 Rüstungen zurück. Krieg ich sie einfach nicht. So, und endlich haben wir den Lotussee hier fertig. Sofern jetzt nicht noch eine Abzweigung kommt. Hilfe, Schwester! Hey, wo bist du, Liebes? Sie muss da drüben sein. Bleib, wo du bist, ich komme! Epona ist voll knuddelig. Das Gesicht von Paul! Hilfe! Auf den Brosch, bitte, auf den Bauch, bitte! Ja! Der Pallfrosch mit einem Pallgesicht auf dem Bauch. Ja! Da mache ich mir gerne einen Screenshot. So, ich gehe erstmal auf die Kopfquappen, weil man geht immer erst auf die Ads bei einem Bosskampf. So. Mixstream will angeben. Er trifft eh alle. Er macht einen Luftstoß auf die Kopfquappe. So, jetzt könnte meinetwegen auf die Solo-Angriffe gehen. Der Frosch ist einmal hochgehüpft und hat den wehgetan. Und er macht es noch einmal. Wildes Geballer. Oh, bei so einem fetten Vieh solltest du auch gut treffen eigentlich. Das Vieh ist so fett und du hast nur zweimal getroffen? Willst du mich mal kackeiern mit einem Pall? Einmal Reitangriff auf den Pallfrosch. Extreme Geheimtechnik. Zugabe. Okay. Und nochmal Geballer. Diesmal hat er getroffen. Oh, der Frosch, der holt tief Luft. Ich will kurz die MP-Ballen streuen. Und Sven heilig, bevor er sich heilen kann. Er soll ruhig im Extreme heilen. Es nützt sich, als wenn er den Luftstoß macht. Und er holt nochmal Luft. Okay, jetzt ist er richtig fett. Was machen wir, wenn der Frosch so dick wird? Ein Tänzchen mit ihm machen. Ist kein Tanzmuffel. Zugabe! Jetzt setzt was. Luftstoß. Oh, Mundgeruch. Das hat gestunken. Okay, ich muss heilen. Verbander macht es nämlich schon. Mich selber heile ich mit HP-Bananen. Die ich lasse ich bei 26. Sven soll dich gefälligst heilen. Er ist unser Healer. So, und ich putte einfach eine HP-Banane. Mirko macht dasselbe. Er macht den Luftstoß. Oh Gott, er holt schon wieder Luft. Aber diesmal stampft er auf. Das Schöne ist, wenn Paul das Aufsitzen hat, dann verbraucht er keinen Mana. So, nochmal eine HP-Banane, die aufgebraucht. So. Er holt nochmal tief Luft und aufklatschen. Das erhöht aber nicht seinen Schaden tatsächlich. Er sammelt MP, das heißt, er macht weniger Schaden. Aber dafür verbraucht er auch weniger. Wie kannst du so ein fettes Vieh so stark verfehlen? Pall, mal im Ernst. So, ich putte jetzt meinen MP-Bonbon. Das werde ich nämlich eh nie brauchen. Erstens wegen der T-Stunde und zweitens, weil meine Techniken irgendwie keine MP wirklich verbrauchen. Aua. Mundgeruch, nein. Schon wieder. So, ich heile mich mal nur auf 20 hoch. Das reicht, um einen Treffer zu überleben. Sven heile ich auf 26.
Wanta heilig voll. Sven soll mich heilen. Mach deinen Job als Healer. Sei mal nützlich zur Abwechslung. Jedes Geballer. Oh, der hat mir Extreme getroffen. Ich mache eine Che-Stunde mit Palbanta. Und hab mich so geheilt. So hebt man sich, Leute. Jetzt haben wir endlich den Zangenangriff. Der Frosch ist tot. Merci, vielmals. Herr Bantonko waren siegreich. Level Up bescheinigen und 312 Erfahrungen. Für mich. Seht euch das an! Ich ist es, das Gesicht von Pal. Anscheinend ist es im Dorf zurückgeschwebt. Stimmt, so muss es sein. Was für ein Glück. Dank dir ist sie in Sicherheit. Gern geschehen. Habe ich gern gemacht. Axolotl! Du hast wieder ein Foto gemacht, habe ich gehört. Bitte, wo der uns angehustet hat. Ich hätte ein besseres Bild erwartet, wo halt noch das Bildschirm so richtig schön braun ist. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Halt wegen dieser Mundgeruchswolke. 60 HP-Bananen gefuttert. Die Macht des HP-Bananen futtern hat meinen HP-Bananen verbessert auf 40 HP. Das wird mir in Zukunft noch sehr viel helfen, habe ich das Gefühl. So, Palbanta möchte ein Rostpanzer werden. Vom Muskelpanzer zum rostigen Panzer. Bitteschön. In Schwarz sogar. Oh, das sieht jetzt komplett rostig aus. Und schwemmen wir einen Schachtelhalm. Nächste. Da, ich will es nur nochmal wiederholen. Guckt euch mal an, wie viele HP-Bananen und MP-Bonbons ich habe. Ich kann die ruhig einfach wegfuttern. Bei YouTube habe ich wahrscheinlich dann sogar reingezoomt. Eine Sonnenblume. Oder Sturmlimus. Einmal spiele ich. Ein Luxusticket. Dürfen die beiden haben. Ich könnte die trennen. Oh, eine Superheizung. Sven rastet da richtig aus. Einmal nur, damit ich das Ticket dann verkaufen kann. Wartet. So. Verkauft. Für 1500. Ich habe leider keine Tickets mehr. Ich wollte es nur verkaufen. Na, Sherpa, was geht? Na, ihr Sherpas. Was ist denn los, Sherpa? Immer wieder faul, Sherpa, ne? Aber wenigstens bist du gelaunt. Gut gelaunt, Sherpa. So, Pal, hier dein Gesicht. Es kehrt zurück. Ja, es war auch Zeit. Oh, sowas möchte ich nicht noch einmal erleben müssen. Danke, Schwesterherz. Du hast auch gute Arbeit geleistet, Herzchen. Nimm das und setz es mit Bedacht ein. Ein Törtchen. Das werde ich mit Bedacht einsetzen. Du hast alle gestohlenen Gesichter gerettet. Ja, wir haben das Elfendorf gerettet. Jetzt sind alle gerettet. Applaus, Applaus. Suppi. Hat wirklich prima geklappt. Ohne euch werden wir sicher nicht wieder vereint worden, ihr Lieben. Pal hat dein Team verlassen. Na gut, außer deiner einen Heilung hast du nichts wirklich gemacht. Tja, so, du hast sicher noch ein paar Aufgaben vor dir. Bevor du gehst, sollten wir ein Versprechen einlösen. Schwestern, es geht los. Tanzt ihr wieder für mich? Oh ja! Yippie! Ja, sie tanzen wieder für mich. Das habe ich mir verdient. Oh Gott, die Arme haben sich gerade gestreckt.
Katzen mit? Sind wir nicht begabte Tänzer. Und ein neuer Weg hat sich geöffnet. Gebt mir einen Moment, Leute. Ich muss ganz kurz was machen. Das ist todwichtig. Alle Klippen. Zeiten des diesen dunklen Fürsten! Viel Glück! Werden wir haben. Sonst werden Pall uns nicht wieder als Munition missbraucht. So, weiter geht's. Diese wunderschönen Wassertropfen. Daran kann ich mich einfach nicht satt sehen. Ich weiß, was du meinst. Och, unser muskelbepackter Schwen. Okay, das reicht. Ja, hab mich auch gesagt gesehen. Ein Brief. Vom Sherpa. Ich halte Wache, kein Fremder. Kommt an mir vorbei. Das Elfendorf ist sicher. Ein Sherpa. Und 3 Ausflugstickets. 30 MP bei morgens verputzt. Wie machst du das Haus? Jetzt machen die 35 MP. Okay, jetzt sind die praktisch. Das ist mindestens die Hälfte an MP, die ich habe. Und ich muss nur 10 weitere Bonbons futtern, dann habe ich das nächste. Das Monster war eine ganz schön harte Nuss. Das kannst du laut sagen. Unter dich hätten wir echt alt ausgesehen, Herr Banta. Ja, ohne dich wären wir keine Geschosse mehr. Die Schlange dort ist aber lang. Wofür die wohl alle anstehen? Ich frag mal... Und? Dort gab's das hier gratis. Ein MP-Bonbon. Und was hatte Schwender jetzt die ganze Zeit in der Hand? Und nochmal 2 MP-Bonbons. Zieh dir mal diese Statue rein. Boah, Muckis bis zum Abwinken. Total cool. Na, die Ähnlichkeit ist verblüffend, was? Ich glaube, du verwechselst verblüffend mit nicht vorhanden. Maxstream ist gemein zu mir. Dafür habe ich dich nicht mitgenommen. Komm, die beiden dürfen jetzt nochmal die letzten paar Meter auf dem Zimmer sein, weil gleich sind wir im nächsten Gebiet und ich habe ein mieses Gefühl. So, das Törtchen gehört mir. Ich setze es weise ein, weil mir schmeckt es auch noch. Also für mich klingt es wahrscheinlich entweder, wir retten jetzt unsere Freunde oder meine Freunde werden schon wieder entführt. Eins von beiden. Aber bisher war es beim Gebietsende immer so, dass die entführt wurden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt auf einmal anders sein soll. So, los geht's. Was mache ich denn, wenn ich gleich alleine bin? Reicht's. Dieselbe Landschaft den ganzen langen Tag. Guck doch nach oben in den Himmel. Stimmt, das könnte klappen. Aber irgendwann habe ich sicher auch genug davon, den Himmel anzustarren. Ach, keine Sorge. Bevor das passiert, wird dir eh der Nacken wehtun. Du bist echt eine große Hilfe. Ja, bist du wirklich, Pall. Langsam Zeit zum Schlafen. Es ist zu gefährlich, wenn alle zugleich schlafen. Hier muss aufbleiben und Wache halten. Ich mach das. Ich bin extrem wach. Shining ist hellwach. Besser als Yannick, der einfach direkt einpennt. Und dann kam der Morgen. Ich hab gar nicht geschlafen. Morgen. Oh, mein Rücken. Ja, das habe ich davon, dass ich die Nacht wach war.
Und, behalte ich recht und die werden entführt? Da wären wir. Endlich. Direkt vor uns liegt der Vulkan mit der Burg des dunklen Fürstens Hohl. Ich frage mich, was es mit dem dunklen Fürsten wirklich auf sich hat. Und dieser Vulkan, ob es da wohl heiß sein wird? Nee, ist ja bloß ein Vulkan, weißt du? Stimmt, ist mir Schweiß überströmt gegen Monster kämpfen. Irgendwie unangenehm. Von einem Hitzeschlag sollte man sich auch in Acht nehmen. Auch das noch. Tja, da ist es umso wichtiger, viel zu trinken. Weise gesprochen. In diesem Sinne, lasst uns heute Nacht ganz viel Wasser trinken. Oder Sturmlimo. Prost! Ich find's schön, wie der Henkel immer so in den Tisch drin hängt. Stufe 9! Ich behalte recht, meine Freunde werden schon wieder entführt. Mann. Lass mir doch meine Dullis. Hey, ich bin der Prinzessin geblieben. Leute, wo seid ihr? Nicht schon wieder. Hohoho, das war jetzt das dritte Mal, nicht wahr? Das muss man so lassen. Er ist konsequent. Deine neuen Freunde sind auch wieder weg. Sie sind sicher in seiner Burg. Die ist hier ganz in der Nähe. Dann breche ich sofort auf. Huch, er hat mir gar nicht. Stimmt, hoho, deine Klasse ist dir diesmal erhalten geblieben. Der dunkle Fürst Sol konnte deine Kräfte nicht wegzaubern. Spitze! Den Reise scheint dich allgemein gestärkt zu haben. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke, mein Horst. Und nun eile zur Burg des dunklen Fürsten Shining. Hohoho, ho, ho. Ich bin nicht der dunkle Fürst. Ja, toll. Meine Freunde sind wieder weg. Epona, ich komme zu dir. Ich will immer noch nichts. Aber wenigstens muss ich nicht mehr teilen. Auf geht's ins neue Gebiet, würde ich sagen. Das will ich mir nämlich zumindest noch angucken. Um Gottes Willen. Wir sind wirklich in einem vulkanischen Gebiet. Flammenbergfahrt. Komm, Epona, schaffen wir. Jetzt sind schon wieder alle weg. Soll ich etwa ganz allein gegen den dunklen Fürsten kämpfen? Nein, 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 das kann ich nicht. Erst muss ich meine entführten Freunde wiederfinden. Das ist die richtige Einstellung, Shining. Ich und Epona machen das. Genau in dem Moment hat Epona mich runtergeworfen. Ah, und hier ist ein Magie-Kobold. Also hier ist einfach nur ein alter Gegner. Ja, da kann ich ruhig einen MP-Bonbon futtern, ne? Weil MP-Probleme habe ich persönlich nun wirklich nicht. Meine MP-Kosten laufen sich auf 6 MP und 4 MP. Aber warum bin ich eine Prinzessin? Oh, Epona, du willst mir helfen? Danke, Reitangriff. Ich bin durstig. Und ich muss ihm nochmal lang. Fleisch oder Fisch? Ich bin eher so ein Fleischfan. Fisch mag ich nicht so. Einzige, was ich am Fisch esse, ist Fischstäbchen. Kiste mit Fleisch drin, nehme ich mal an. Mit einer Dörrmumie. Jetzt will doch keiner essen. Ich und mein Pferdchen haben Spaß und ich will natürlich nichts haben. Dörrmumie für Magie. Oh, hey, du da, hör mir mal kurz zu. Wir können immer weiterspielen. Ich bin's, der einzig wahre Quizfreak. Testen wir, wie gut dein Gedächtnis wirklich ist. Spielen wir eine Runde Mii-Parade. Lass uns gleich anfangen. Ich bin super motiviert, ne? Mii-Parade. Du musst dir jede Menge Leute merken. Du hast nur eine Chance. Antwortest du richtig? Okay, jede Menge Leute.
Da sind die komischen Heinis. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, links ist es Romeo, Griselda und den zweiten von links kenne ich nicht. Der sagt mir gerade nichts. Turtle Tosti Julia kam vorbei, glaube ich. Ich glaube, das war Julia. Nee. Ich merke mir nur die Leute, die ich selbst erstellt habe. Ich wusste nicht, wer von dem war Julia nochmal. Warte mal. Ich gucke jetzt mal, wer das generell an sich war. Ebenen abklappern mache ich, sobald ich meine Freunde gerettet habe. Weil das ist ja auch mal jetzt meine Aufgabe. Zumindest hat er es angesprochen. Außerdem sind wir im Gebiet des dunklen Fürsten. Also klingt es für mich schon wahrscheinlich. Oh, ein neuer Gegner, ein Skelett. Erstmal zeige ich dir, wie man einen MP-Bonbon lutscht. Autsch. Und dann kriegst du meine Fächerwelle ins Gesicht. Ich bin lässig, mich teste nicht. Jetzt hauen ich und Depone dir zusammen aufs Maul. Epona und ich sind ein tolles Team. Er schneidet Grimassen und ich breche Gelächter aus. Ich kann mich nicht in die Ruhezone stecken, oder? Nee, geht nicht, wenn ich alleine bin. Dreck. Aber ich habe auch gehört zu lachen. Ich muss eine AP-Banane futtern. Sorry, Fettchen. Aua. Okay, Fächerwelle. Los! Schön, dass ich auch nur Single-Target angefahren habe, ne? Kurbelschenk und Knochen. Keks. Kiste mit 3 Spielscheinen. Wenigstens hier will ich was. Und zwar Geld. Ich brauche jetzt die letzten Tickets einfach auf. Weil ich beende gleich eh den Stream. Da will ich die Tickets wenigstens aufgebraucht haben. Und nochmal einen Elfentrunk. So, ich habe richtig viel zum Futtern. Was erleben wir hier? Oh, Padem Extreme und Akaya. Und Kai. Was ist euch denn passiert? Ihr habt eure Gesichter verloren. Ich krieg folgende Bosse? Das ist ja richtig nice. Extreme. Padem. Und auch du, Akaya. Alle, die zu spät kamen. Du bist es? Ja, Kai. Ich bin froh, dich hier zu treffen. Diese drei da sind Freunde von dir. Ja. Die sind herumgehört wie, nun ja, gesichtslose Hühner. Deshalb habe ich sie hier in Sicherheit gebracht. Danke, Kai. Ihre Gesichter sind gewiss noch in der Nähe. Bist du bereit für eine Rettungsmission? Ja. Hätten wir meine Freunde. Exzellent, dann erlaube mir, bei dieser Mission mitzuwirken. Der große weiße Kai hat sich dir angeschlossen. Ja! Der ist in meinem Team? Kai und ich werden unsere Freunde retten. Wo sind denn die überhaupt? Akaya ist dort drüben? Pade ist dort? Und Mixtreme ist hier oben. Wenn es nach mir geht, würde ich zuerst Pade gerne retten. Weil Pade recht stark war. Und Akaya will ich danach retten wegen Heiler. Aber erstmal verprügeln wir einen Goldbloing. So, so, mein lieber Freund Kai. Du darfst jetzt rausholen, weil ich kann gar nichts. Ich kann nur Einzelangriffe. Und du bist ein freaking Magier. Also mach. Mach deine Explosion. Warte, ich helfe dir.
31. Der macht weniger Schaden als ich. Aber er ist um doppelte stärker als die Fee. Also ist ja schon nützlich. Also vom Prinzip habe ich einen doppelten Angriff. Pferdchen, Reitangriff, Ploing. Shiny und Co. waren siegreich. 1000 Gold kann ich auch noch mal bis zum nächsten Stream gebrauchen. Ich habe für einen Abend genug geleistet. Alter, der Beat, der geht ja richtig ab. Ja, das war Miitopia für diesen Abend. Ich hoffe, jeder hatte Spaß beim Zusehen. War richtig geil. Beim nächsten Mal werden wir dann unsere Freunde retten. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auf die ganzen Freunde-Bosse. Ich freue mich auf den Paddel-Boss. Ich freue mich auf den Extreme-Boss. Und ich freue mich auf den Akaya-Boss. Und von jedem von dem werde ich einen Screenshot machen und dann die zuständige Person schicken. Die werden sich freuen.